Einen lieben Applaus für einen guten Freund von mir. Hier ist die Startnummer 6. Hier ist für euch Josef Brustmann. Applaus. Ich muss sagen, ich bin angerührt. Ich bin jetzt eigentlich der Jüngste, aber ein Nummerngirl. Matuschke, geil. Wirklich. Also ich gebe so, ich bin jetzt gerade 60 geworden und man, das ist ja dann doch so ein Alter, wo sich das Happy langsam vom Birthday trennt. Und dann sowas. Ja. Mit der Nummer 6 auch noch, gell? Und ich finde es auch wirklich anrührend, dass so ein Haufen Leute da sind. Ich habe ja in der Nähe von Ulm schon mal einen Auftritt gehabt, da war ich meinem Publikum zahlenmäßig überlegen. Letztes Mal hier ist dann schon ein bisschen aufwärts gegangen. Du erinnerst dich, das war ein schöner Auftritt. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich habe dann am Ende noch ein Lied draufgesetzt. Ich habe es gut gemeint, und zwar dieses schöne Lied. Morgen muss ich fort von hier. Dann hat von unten einer hochgeschrien, nein, heute noch. Scheiß Gefühl, das passiert halt einfach. Man tut sich schon leichter, wenn man so berühmt ist wie der Matuschke. Kaum nicht. Ich hab's gut gemeint. Wobei ich sagen muss, also das mit dem Berühmtsein, ich habe zufälligerweise vor einem halben Jahr habe ich einen Thomas Gottschalk getroffen an einer Autobahnraststätte in der Nähe von Augsburg. Wir sind geguckt an der Kaffeetheke, so übers Kreuz, er mit dem Kopf immer so nach unten, der weiß ja, wenn er aufschaut, da winken ihm sofort 50 hysterische Frauen zu. Irgendwann hat er sich dann einen Cappuccino bestellt, haben sich unsere Blicke dann doch zufälligerweise gekreuzt, haben uns so ein bisschen zugenickt und so ein bisschen zugelächelt. Ich habe dann zu ihm gesagt, gell, du kennst mich. Hat er nicht gepackt, der ist aufgestanden gegangen. Ich habe dann die Schokomandel noch unter den Nagel gerissen. Kannst du das wiederholen? Das ist so ein schönes Lachen. Ja, war weite Fahrerei. Hierher nach Ulm. Ulm liegt jetzt zwar nicht direkt am Arsch der Welt. Aber man kann von da aus schon recht gut sehen. Das klingt ein bisschen grob, das klingt ein bisschen geschwert. Der Oberbayer hat sich diesen Ruf hart erworben über die Jahrhunderte. Der Oberbayer gut als eckig, als kantig. Manche behaupten sogar, der Oberbayer wäre ein Preußenfresser. Stimmt allerdings nicht, denn was der Oberbayer nicht mag, das frisst er auch nicht. Aber die Oberbayern schon. Ich bin vor kurzem Trambahn gefahren in München, steigt eine ältere norddeutsche Touristin zu und sagt zum Trambahnschaffner, ich möchte gern zum Tierpark Hellerbrunn. Als was? Karl Valentin ist einmal von einem Berliner Touristen nach dem Weg zum Hauptbahnhof gefragt worden am Marienplatz und hat er zu dem gesagt, da kommen sie ja schon von wo ganz falsch her. Ich komme von Oberbayern. Oberbayern, das Land von Edmund Stoiber, Franz Josef Strauß und Hans-Jochen Vogel. Oberbayern, das Mausoleum der gescheiterten Kanzlerkandidaten. Franz Josef Strauß feierte jetzt gerade seinen 100. Geburtstag. Ich mochte ihn nicht, aber trotzdem alles Gute.
Ich weiß jetzt nicht, ob sich das bis nach Ulm durchgeredet hat, aber seinerzeit, wie der Franz Josef Strauß gestorben ist, da haben sie den ja heimlich eingeäschert, weil sie da so große Probleme mit den Sargträgern gehabt haben. Der war für Vieri zu schwer, aber für Sechsi war er zu kurz. Ich komme aus dem Herzen Oberbayerns, nicht etwa München, schon Helmut Qualtinger hat aber gesagt, dort wo mitten in Oberbayern die Autobahn völlig grundlos endet, dort beginnt München. Ich komme aus dem wahren Herzen Oberbayerns, ich komme aus Wolfratshausen. Jetzt kann man es ja wieder sagen. Und ihr werdet euch gut vorstellen können, dass es in Wolfratshausen neben mir und dem Edmund Stoiber auch noch viele andere skurrile Typen gibt. So ein Totengräber, der auch Mesner ist, Personal und nun auch Leichenwäscher. Sag ich zu ihm, Toni, wie kommt man zu seinem Beruf? Ja, weißt du, Josef, ich wollte immer einen Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat. Er ist schon 82, habe ich mir letztes Mal einen kleinen Spaß erlaubt. Habe ich gesagt, Toni, was sagt der Tod, wenn er beim Totengräber an die Tür klopft? Wer anderen eine Grube gräbt. Er ist schon 82, sein Sohn sagt immer, Vater, jetzt geh endlich ins Altersheim. Toni sagt dann immer, jetzt zirk du erst mal aus. Hat sein Sohn gesagt, wie soll das gehen bei dieser kleinen Rente? Aber was Antoni wirklich ausmacht, das ist sein kreatives Potenzial, seine, man möchte fast sagen, schriftstellerische Begabung. Er schreibt Auftragsgedichte, Geburtstagsgedichte, Muttertagsgedichte. Hat er mal neulich eins vorgelesen? Die Frauen sind der Männer größtes Glück. Der Herrgott hat sie erschaffen, sie sind sein Meisterstück. Der Herrgott selber, er ist schlau, er lebt lieber ohne Frau. Nicht von mir. Die Spezialität von Toni natürlich Kraft seines Amtes. Er erfindet auch immer wieder Grabsteinsprüche. Der Grabsteinspruch von unserem Kaminkehrermeister stammt vom Toni Tretter. Bei unserem Kaminkehrermeister steht auf dem Grabstein drauf, er kehrt nie wieder. Hat sich die Nachbarsfrau natürlich auch gleich einen machen lassen. Die hat ihr Mann auf dem Grabstein draufschreiben lassen, Ruhe in Frieden, bis wir uns wiedersehen. Kommt er letztes Mal zu mir und sagt, du Josef, sag einmal, dieses Table Dance, was ist denn das eigentlich? Ich bin nichts Besonderes, da tanzt der nackte Frau am Tisch, mehr ist nicht. Ja, ein bisschen hingelangen, ein bisschen angelangen. Darf man da schon, oder? Und ich habe gesagt, mit hingelangen geht da gar nichts, da kannst du ein bisschen Geld zustecken, aber ansonsten Pfoten weg. Na, so was, so eine habe ich ja selber daheim. Ja, da ist nicht mehr viel los da. Also im Bett ist da nichts mehr. Er hat auch wirklich einen groben Umgangston, also so wie der mit seiner Frau redet, das ist ja sagenhaft. Jetzt hat ihm neulich sein Sohn einen Kühlschrank, so einen Sticker hingeklebt. Da ist drauf gestanden, wer vögeln will, muss freundlich sein. Das gilt auch umgekehrt übrigens. Ich war ja lange Jahre Ministrant, hab's angefangen mit 12, 13 Jahren. Er war immer sehr nett zu mir, allerdings einmal
hat er mir eine dermaßen saftige Kopfnuss verpasst, weil ich beim Kerzen auslöschen aus Versehen das ewige Licht mit erwischt habe. Ich kann mich gut erinnern an den Tag, weil an diesem Tag habe ich zum ersten Mal eine Jeans gehabt. Und das war damals, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was sehr Revolutionäres, das war sagenhaft. Eine Jeans, das war unglaublich. Entschuldige, dass ich schon angefangen habe, aber ich habe es. Ich meine, wieso ich wissen, dass du beim Bieseln bist? Also, ich habe damals eine Jeans gehabt, zum ersten Mal eine Jeans. Das war natürlich eine Jeans, das war eine Jeans. Eine Jeans hat niemals eine Hose sein können, aber meine Mutter hat dem Wort lange nicht getraut. Die hat damals immer wieder gesagt, du Josef, ich habe dir deine blauen Blue-Jeans-Hosen wieder gebügelt. Und wie sie es bügelt hat, mit Bügelfalte. Meine erste Jeans habe ich mir gekriegt, eben mit 13, 14 habe ich gleich in die Badewanne reingeguckt, damit ich schön eingelaufen ist. So richtig schön eng und sexy. Eine Stunde lang bin ich in der Badewanne geguckt, das Wasser war schon ganz blau. Ich auch. Und dann hast du die Jeans tragen, die hast du tragen, Tag und Nacht, die hast du gar nicht mehr ausgezogen. Die irgendwann doch mal schweren Herzens hat man die Jeans, wirst du dann so langsam von den Knochen runterbräselt ist, hast du diese Jeans dann doch mal irgendwann in die Kleidersammlung. Und das Verblüffende, in den 90er Jahren ist diese Jeans genau in diesem Zustand für teuerstes Geld an meine eigenen Kinder verkauft worden. Wir haben damals eine Band gehabt, da hätte ich gern mitgespielt. Bin ich mit meiner Zither, haben gesagt, spiel einmal. Dann habe ich auch noch so einen Walzer vorgespielt. Gesagt, schleichte. Das ist wirklich toll. Ich habe ja zu Matuschke gesagt, ich brauche einen Zittertisch. Sehr gut. Aber die Band, die hat halt dann immer so Probe gehabt und da bin ich dann halt manchmal so dort gestanden, hab so gelauscht, so sehnsuchtsvoll, die haben so schöne Sachen gespielt und dann bin ich manchmal heimgegangen, hab diese Melodien in meinem Herzen nach Hause getragen. Es klingt jetzt schwülstig, aber es war genau so. Und dann habe ich daheim auf der Zither dann diese Stücke nachgespielt und mein Lieblingslied, das war immer Across the Universe von The Beatles. Es geht auch nicht mit Zittern.
Wörter, Jeans, Blue Jeans, das waren alles so tolle Wörter, die hat man so gerne in den Mund genommen, da ist man sich damals so, so modern, so Welt zugewandt, ist man sich da vorgekommen, so unglaublich toll. Eines meiner Lieblingswörter war damals Cherry Cotton, bis dann der Heinz behauptet hätte, das wäre ursprünglich eigentlich ein Deutscher gewesen und der hätte eigentlich Jeremias Baumwolle geheißen. T-Shirt war auch so ein völlig neues Wort. T-Shirt. Ja, T-Shirt. Bin dann mal in ein Konzert gegangen von AC/DC und da war im Vorverkauf die Karten schon so teuer, dass ich dann kein Geld mehr gehabt habe für ein originales AC/DC T-Shirt, aber ich habe daheim noch ein altes T-Shirt vom ADAC gehabt. Und auch da bin ich heimgegangen, Highway to Hell, und dachte, vielleicht geht es auf der Zither und man glaubt es ja nicht, aber. Zum Abschluss ein paar Gstanzerl. Gstanzerl sind so Spottverse, so Vierzeiler, schon ein bisschen grob, schon ein bisschen gescherzt, schon ein bisschen oh. Wer einen guten Geschmack hat oder schlechte Nerven, kann schon gehen, es ist das letzte Stück. Die Madeln von Ulm, die Mörder, sie sind schi, sind gerupfert, sind geschirgert, da ein Arseitert geh. Die eine hat Gritzen, die andere hat Leis, die dritte hat Gelbsucht, wer da nimmer weiß. Und das Dirndl hat am Pfarrer beicht, mit die Burma geht's mir nicht leicht. Da sagt der Pfarrer zu ihr, da geht's mir grad so wie dir. Noch blöder wie der Süder, hab gleich gesagt, geht's nieder, hab gleich gefragt, ob's stimmt, wegen dem Prinz. Wenn bei uns einer heißt, dann heißt es, du weißt, das ist und bleibt halt so ein Horst. Und jetzt weißt, warum der Seehofer heißt. Ein genialer Schauspieler ist Sigmar Gabriel schon. Er ist dick und doof in einer Person. Die Schawan im Vatikan, ich glaub, dass ihr das liegt. Dort glauben ja alle an Schriften, die es nicht gibt. Vom Gustl Moller seiner Frau, was man da alles so hört, dass der die nicht geschlagen hat, dafür gehört er wirklich eingesperrt. Sieben Jahre unschuldig eingesperrt, das ist eine Sauerei. Aber der Typ vom Seitenbacher Müsli, der ist allweil noch frei.
die von der Leyen zwar zahlt, dass sie Geld zum Erziehen zu fromm, zum Verhüten zu blöd. Heute lernt schon als Klonen ja Kreuzsackradi, aber so an wie ein Matuschke bringen sie auch nimmer hin. Für Zeichen. Applaus ist berechtigt. ich bin ja 60er-Fan. Ich konnte es auch erklären. Mit 14 Jahren habe ich mit meiner Zither auf der Weihnachtsfeier vom TSV 1860 München spielen dürfen. Ich habe damals vielleicht 10 Stückerl kennen, was aber egal war, weil die zu dem späten Zeitpunkt alle dermaßen besoffen waren, dass ich die 10 Stückerl 2 Stunden im Loop gespielt habe. Höhepunkt der Weihnachtsfeier war eine Weihnachtstombola und für diese Weihnachtstombola habe ich vom TSV 1860 München ein Freilos gekriegt und habe mit dem Freilos eine Flasche Eckes Kirschlikör. Hab diese Flasche Kirschlikör am Weihnachten meinem Vater unter den Christbaum gelegt und ich kann es euch versprechen, so entspannt war Weihnachten nie mehr wieder. Und da entstehen emotionale Bindungen. Also da bleibst du 60, bist in Grünfass, da Kinder, die einen Scheiß zusammen spielen, wie es wollen, das ist völlig wurscht. Und ich meine, wenn der FC Bayern München international spielt, dann drücke ich denen natürlich feste Daumen, aber im Derby, immer wenn sie recht schlecht waren, ja, Handy gerieben. Oder wenn der Götze oder Gomez oder wer auch immer eine Krise gehabt hat, immer sofort den Stift gespitzt. Ein kleiner Nachruf auf Gomez, müsst ihr euch nochmal konzentrieren, ein Zahlenspiel von 0 bis 20. Gomez, du 0. Eins sage ich dir, sieh zu, dass du im Zweikampf noch dreister in die Viererkette gehst im 5-Meter-Raum. Du denkst anscheinend nur noch an... Sonst würdest du nicht so viele Chancen ver... Und gib, dass du mit deinen Schuhen keinem auf die steigst, sonst gibt es einen Elfer gegen uns, dann bist du im nächsten Spiel der 12. Mann, dann hat es für dich 13 geschlagen. Und beim Rückspiel in 14 Tagen lasse ich dich in der Halbzeitpause 15 Minuten im 16er auf- und ablaufen und statt dir spielt mit der Nummer 17 ein 18-Jähriger und den Trikot mit der Nummer 19 kannst du auf dem Flohmarkt für 20 Cent verkaufen, Gomez, du 0.